Heute haben ich und Markus mal wieder in die Welt von Minecraft Battles begeben und werden versuchen, unsere Winstreak zu erweitern. Werden wir es schaffen, zwei Runden hintereinander zu gewinnen oder verlieren wir sogar eine Runde am Ende? All das und vieles mehr seht ihr in diesem Video. Mike, wie geht's dir denn heute, mein Bester? Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Gut geschnitten. So, jetzt mal ganz kurz so ein kleines Behind the Scenes hier jetzt mal im Video. Ich und Mike schneiden wirklich immer zusammen. Heißt also zum Beispiel, wenn ich meine Videos mal schneide und meine Shorts eher gesagt, weil ich meine, das ist jetzt, glaube ich, mein zweites Video so richtig. Davor habe ich halt nie wirklich krass was gemacht. Und wir haben die Shorts immer zusammengeschnitten. Es war wirklich einfach so eine geile Zeit. Also was ist eine geile Zeit? Es ist immer noch eine geile Zeit so, ne? Es ist jetzt nicht so, also keine Ahnung, jetzt alles so langweilig gewesen sein, aber es ist wirklich so, so nice, Mann. Jetzt suchen wir natürlich erstmal den roten zu holen. Let's go, ich hab einen. Oh, der wird mich bekommen, der wird mich, glaube ich, bekommen. Obwohl, die sind nicht so gut, die sind echt nicht gut, ne? Ich habe das Bett aber. Hab einen. Boah, der hat ein ganz schwieriges Cape auf einmal gehabt, und ey. Auch noch. Ja, ja, ich hab den auch noch zerstört. Bro, ich hab ein Herz, Junge. Ja, dann pack die Sachen in die Ender-Chest und kill dich. Ich hab mir gerade eine Brücke geholt. Ja, hallo. Ich bin runtergefallen. Hast du die Sachen in die Ender-Chest gepackt? Ich hab sie gesaved, ja. Bro, du kannst ja auch nicht glauben, dass ich jetzt so dumm bin, okay? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin vielleicht, Leute, ich bin nicht vielleicht, kenne, die einfach so runtergesprungen sind. Ich bin nicht der Hellste, okay? Das muss ich ganz echt mal kurz hier in der Aufnahme zugeben. Ich bin wirklich nicht der Hellste, aber so dumm bin ich jetzt auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hier die Diamanten finde, zwar auf der Map, weil das irgendwie, keine Ahnung, wo die versteckt sind, aber... Ach, da hinten sind die. Er hat die gefunden. Ah, ich brauche noch ein Booster-Item, ne, hast du gesagt. Das Einzige, was halt scheiße davon ist, ist halt, dass du den halt jedes Mal, wenn du stirbst, neu kaufen musst. Ja, ihr müsst ja wissen, Freund, Mike hat mir auch gesagt, er wird halt mir jetzt komplett Battles-Unterricht geben. Komm. Oh, ich bin auf dem Weg. Zurück. Noch safe. Der Gelbe ist scheiße langsam beim Bauen. Der arme Gelbe. Der hat mich gesehen und ist einfach weggerannt. Der ist einfach komplett zurück in die Base gerannt. Komm mal her, ich kann dir direkt mal was zeigen. Hier sind 6 Diamanten, die wirst du brauchen. Ich habe 7. Nur 5 davon, genau. Geh jetzt an den Table hier, den Fallen. Erstmal nimmst du die Klaue, um die Gegner festzuhalten. Ja, und dann nimmst du den Blitz, weil der Blitz dann direkt den Gegner trifft und so dann vollen Schaden macht. Ah, okay, checke. Genau, und dann erstmal sich direkt, bevor man sich zum Beispiel Steinstuff holt, eigentlich immer Eisenrüstung. Das ist nämlich das Erste, was man sich... Das habe ich sogar schon. Genau, guck mal, da hast du schon mal was Gutes dann. Wir können direkt zu Gelb gehen, wenn du willst, von der Base aus. Ich bin schon voll dabei gerade. Boah, die haben Glas. Oh, das Glas ist irgendwie explosionssicher in Bad Wars. Das Holz. Ich kann wieder das Glas nicht abbauen. Weil der Gelbe checkt mich nicht, lol. Der Gelbe rafft nicht, dass ich hier bin. So, ja. Bett ist aber frei, Bett ist frei. Ich kann das Bett nicht abbauen. Komm, ja, bitte. Gummibugs. Ja, ich bin tot. Ich habe das Bett aber. Du hast das Bett noch. Nee, du hast es sogar. Hellblau ist bei uns. Ne? Nicht jetzt auch noch hellblau. Ist mir aufgefallen, dass eigentlich wir jetzt in der ersten Aufnahme Team Blau waren und jetzt auch noch in der zweiten. Ich glaube, es ist ein Zeichen. Also Blau ist halt so auch meine Lieblingsfarbe. Ja, bei mir ist es tatsächlich rot. Ey, ich sag mal so, du machst da deinen Kram und ich mache einfach komplett, ich grind jetzt einfach hier komplett alles durch. Das könnte sogar, ich habe gerade mal in den Tab geguckt, ne? Das könnte sogar schon direkt ein Win werden. Aber guck mal, Gelb hat nur noch einen und Hellblau auch nur noch einen. Wir sind das einzige Zweierteam. Das ist ultra geil. Und ich bin gerade bei Blau. Der einzige, der noch. Und Blau ist nicht in der Base. Junge, ey, wirklich, ne? Diese ganzen Folgen werden einfach heißen, Mike Eagle carried mich in Minecraft Bad Wars? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Part 1, Part 2. Lol, du hast ihn bekommen. Ich bin ja ganz ehrlich, das ist einfach hier gerade einfach nur, ich renne hier rum, farm, ein bisschen equip mich und ja, hier mal in die Base und guck mal, ob hier irgendwie der gleich diese Arzt nochmal kommt. Der Gelbe ist auf dem Weg zu uns. Hey, was war das denn sein? Was war seine Idee denn? Lol, wir haben gewonnen. Bro, ich habe einfach nur in der Base gechillt. Ja, GG, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns bei der zweiten Runde. So, und damit hat die Runde sogar schon direkt gestartet. Let's go. Ich bin auf jeden Fall schon mal dankbar, dass wir keinen Nachbarn haben. Die Map die verwirrt mich. Die ist ein bisschen mehr so aufgebaut wie Hypixels. Ja, ja, ich merke gerade, ich merke es gerade sogar. Weil die Map verwirrt mich voll. Schön durchgeigelt und nicht durchgefastbridge. Kennst du den Unterschied zwischen Eagle und Fastbridge? Und das ist Fastbridge. Ja. Und jetzt durchigelt. Ja, schnell. Oh nein! Oh Mensch, Mike. Schere. Ich wollte gerade sagen, oh, unser Bett ist weg. Aber also das wäre jetzt ein bisschen... Das ist schon mal GG jetzt. Team Gelb baut auch ein bisschen krass ein. Ich mache schon mal einen kleinen Weg zu denen hin. Moin, Jungs, was geht, Mann? Ja, ich sehe gerade, die haben einen Bastier-Gay-Skin. Bro, Rot hat nicht mal Bett eingebaut, ne? Ich versuche mal einen Angriff auf Rot. Aber nur aufpassen, dass sie dann halt nicht zu uns kommen auf einmal. Oh, Bro, ja, die sind richtig stark. Mit dir. Ja, ist ein guter Spieler. Gelb oder Rot? Rot. Aber die sind sehr, sehr gut. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Also die haben auch wahrscheinlich Absprache oder so. Nein, das wird der erste los. Okay, die haben auf jeden Fall gute Absprache. Ja, die sind echt nicht schlecht, muss man sagen. Mann, Mike, ey, alles deine Schuld. Wieso musstest du sagen, dass sie gut sind? Ich mache uns mal kurz ein Rüstungsupgrade. Sagst du, Rüstungsupgrade lohnt sich? Okay, ich habe mal gemacht. Bro, bist du gerade so fokussiert, dass du einfach gerade nicht antworten kannst, oder was? Ja, scheiße. Ich hab einen Roten gekillt, dann hab ich beide, ja, Gelben gekillt, Bett abgebaut und jetzt wurde ich halt weggeklatscht. Na,
Aber warst du muted oder warst du gerade wirklich fokussiert? Nee, ich war einfach fokussiert gerade. Ich hatte die ganze Zeit ein halbes Herz und dort rumgetänzelt. Warte mal kurz, ich kann mal einen Angriff auf Rot versuchen. Gerade. Ja, die sind beide. Ja, ja, ich seh's, lol. Ja, let's go, das war's. Oder die haben jetzt irgendwie eine Falle. Haben die nicht. Let's go! Also wenn die jetzt versuchen abzuhauen, die sind tot. Hundertprozentig. Einer wird von denen sterben. Das, okay, Bro, soll ich jetzt vielleicht nicht im Video reinschneiden? Also in-game, alles gut. Ja, in-game. Natürlich YouTube, alles in-game hier, ne? Kauf mal bitte Schärfe. Ich habe keine Dias. Dann renn durch. Ich muss hier aufpassen jetzt. Sie dürfen nicht weggehen. Warte, haben die Teleporter? Nee. Ja, doch, die haben Teleporter. Nee, haben die nicht. Ja, hat aber gerade einen geused. Ich habe jetzt aber abgebrochen. Was hast du denn vor? Ich gehe jetzt drauf auf die. Musst du eigentlich am besten versuchen, drauf zu gehen auf die. Ach, du bist hier in der Base. Warum bist du nicht dort in der Base? Kannst du auch einkaufen? Oh, ich kann nicht bauen! Einen habe ich. Hab die andere, ja. Let's go! Bro, was eine geile Runde. Zweite Runde noch direkt erstmal hinterhergeklatscht. Junge, gegen die größten Sweats, Junge, let's go. Ja, Freunde, es gibt noch schwerere, glaub mir. Ja, aber ey, Freunde, ich würde sagen, nach so einer absolut geilen Runde, würde ich sagen, endet das Video heute auch mal wieder. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, sowohl bei mir als auch bei Mike. Und ich würde sagen, falls ihr Bock auf mehr habt, schreibt es in die Kommentare. Tschüss! Tschüssi!